Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, hier Planungen zu machen, wie das Ganze am besten vorangeht und. Und damit gehen wir in dieser Folge weiter. Wir planen den Flughafen so gut wie es geht. Und schauen, was wir daraus machen können. Damit alles so gut wie möglich abläuft. So. Dann. Ich will noch ein bisschen weiter anbauen, einfach weil ich irgendwie das Gefühl, dass es sonst nicht ganz was Gescheites wird. So. Ich finde es schade, dass die Kanten sich dann nicht wirklich abpassen. So. Und hier dasselbe, ich werde hier oben. Habe ich hier oben eins angebaut oder habe ich hier oben mehr dran? Ich habe dann hier oben zwei dran, okay. Aber dann auch wieder runter. Zack. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Zack. Wir bereiten hier schon mal alles so gut wie es geht vor. So. Dann können wir jetzt hier mit den Linien nochmal verfahren. Ey, das gibt's doch gar nicht. So, warte mal. So kannst du es ja auch nicht ziehen. Ich muss eins daneben, okay. So. Dann ist das angezogen und dann von hier bis runter. Von hier bis runter und von hier bis runter. So, dann wird es schon hier passen. Das wird hier fortgeführt bis nach hier hinten. Zack. Perfekt. Dann sind wir schon gut dabei. Hier natürlich den Rest auch noch verbinden. Das müsste, wenn ich mich nicht in die Mitte sein. Dann bis nach hinten durchziehen. Zack. Einmal das Ganze verbinden, so wie es sein soll. Wieder alles im Kreis verbinden. Dann sollten wir gut dabei sein. Und sollte auch alles gut verkabelt sein fürs Erste. Und ich denke, dann haben wir einen ganz guten Start mittlerweile hingelegt. Wenn sich hier um die neue Start- und Landebahnanlage handelt, die ist ja schon einigermaßen ready. Dann werden wir jetzt hier noch wieder zurück in... Habe ich das jetzt alles in den Auftrag gegeben? Nee, ne? Läuft alles noch. Okay, gut. Hab schon gedacht, ich habe jetzt aus Versehen was gemacht, was dumm wäre. Dann die sagen erstmal das hier in Auftrag geben. Na komm. So, das sind 300.000. Und dann würde ich gerne noch eine Sache ausmessen.
Sag ich gleich, ich habe das jetzt eine gerade Zahl bereit gemacht. Kann das sein? 18. Wir sollten 19 gehen. Aus einem ganz, ganz simplen Grund, dann haben wir eine Mitte. So. Okay. Gut. Wir müssen uns den Teil hier auch noch später bauen lassen. Wie viel würde es denn kosten, wenn wir das jetzt hier umsetzen? Gar nicht mal so viel. Dann umsetzen bitte. Weil der ist doch auch ganz praktisch, der Teil hier. Ich schon, wo sind die ganzen Baumeister schon wieder hin? So viele Baustellen, wie ich mittlerweile habe, sind die eh wahrscheinlich komplett überfordert. Das ist auch nur eine relativ große, wenn du es so siehst, ne? Natürlich nicht perfekt und die LKWs rollen auch nur so an mit den neuen Produkten. Wo sind denn echt, also jetzt ohne mal Scheiß, wo sind meine Baumeister denn? Habe ich den Vertrag auszusehen gekündigt oder sowas? Baumeister? Teilweise würde ich gerne einen Tracker für die haben. Ich habe nicht keinen Plan, wo die jetzt schon wieder sind. Aber was ist bei den Autos schon wieder schief? Bordverpflegungsmangel. Gepäckschlepper und Förderband war. Holy shit, okay, ja. Wo sind meine Baumeister? Die LKW warten, die Kisten warten nur auf die und die tauchen nicht auf. Sind die irgendwo oben wieder unterwegs? Normalerweise erkennst du daran, dass sie in der Kolonne laufen. Er ist auch kein Baumeister. Wo sind meine Baumeister? Hä? Hier ist auch nichts unterwegs, ne? Nee, alles gut. Hä? Sind die unsichtbar? Ah, ne, hier. Guck mal, da. Da laufen die Arbeiter. Da laufen die Bienchen, ja. Ich hab's echt nie gesehen. Die laufen aber auch ihre ganz interessanten Wege, ne? Also die sind ja echt super. Sollten gleich wieder Baumeister rauskommen. Haben sie da hinten welche auch schon damit beschäftigt? Oder eher weniger? Eher weniger. Jetzt kommen wieder Baumeister anschauen. Da kommen sie jetzt wieder. Lustig, dass die Farben wechseln einfach die ganze Zeit. Jetzt nicht mehr. Holt euch euer Stuff. Holt euch den Stuff, den ihr braucht. Der Flughafen wird nur erweitert, echt. Also das ist Wahnsinn. Nur erweitert wird er hier. Aber macht doch Profit die ganze Zeit. Also warum sollte man das dann nicht machen, ne? Was hat der jetzt für ein Problem? Es besteht in keinen, hat keinen geeigneten Hangar. Oh no, ist hier schon einer drin, oder? Ja, ich habe doch zwei Hangar geeignet. Was habt ihr denn? Zwei geeignete Hangar und sie meckern nur. So, okay, dann zurück mal in den Planungsmodus. So. Hangar, wo sind die Hangar wieder? Hier. Also wenn wir von großen reden, die sind natürlich hier riesengroß und brauchen hinten noch einen Straßenanschluss. So. Wenn wir, also wie gesagt, das hinten soll wirklich ein reiner Hangarplatz sein. Und wir planen den jetzt aus und überlegen dann, wie wir es wirklich umsetzen. Mittelgroße brauchen hinten auch einen Anschluss. Die Frage, wie baut man das hier am besten aus? Sagt man, okay, man geht hier so hin. Also, ich habe bis jetzt keine kleinen gehabt, wenn ich mich nicht irre. Oder selten kleine Flugzeuge. So.
Wenn wir von der These ausgehen, dann würde ich sagen, müsste man eigentlich dann hier von schon fast Terminals hinsetzen, weil da kommen dann eh nur noch kleinere Flugzeuge durch. Dann hat man davon 6 Stück hier. Und dann könnte man auf der anderen Seite wiederum die mittelgroßen hin platzieren. Oder eine direkt in die Mitte muss. Die es nicht gibt. Toll. Okay, wenn wir den Abschluss hier so machen. Wie viel kriegen wir dann hier hin? 4. Dann passt es doch. Dann ist das der Hangarbereich. Dann muss das ausgekleidet werden. Mit Teer und allem. Dann wird das der niegelnagelneue Hangarbereich. Top ausgelastet und alles drum und dran. Jetzt ist das Problem, wo ist denn die Mitte jetzt? Scheiß drauf. Wie war denn das bei dem großen? Vorne angeschlossen und gut, oder? Okay, die meckern alle, solange es nicht in echt passiert, ne? So. Zack. Zack. Dann lassen wir das hier so laufen. Gut, und dann haben wir hier einen Hangaranschluss. Dann kommen hinten noch natürlich die Wege ran, damit die Fahrzeuge fahren können. Zack. Ich habe eh die richtigen Chancen, ne? Ich hoffe mal. So. Perfekt. So sollte das der Bereich doch aussehen. Wie viel kostet der mich jetzt? Wenn ich jetzt sage, Planungsmodus beenden und ich will den kompletten Bereich herrichten lassen. Nicht genug Geld, sagt er mir einfach. Aber okay. Wenn ich sage, hey, richte mir alles bis hierhin, ja? 250.000, gut. 200.000, gut. Was kostet der ganze Bereich? Zu viel schon ab. Ab hier vorne. Ah! Okay. Den Teil haben sie auch noch nicht errichtet. Was zur Hölle machen die Bauarbeiter die ganze Zeit? Als ob die immer noch da hinten dran sind. Ich glaub's ja kaum. Oh, ich habe keine Wetterdaten mehr. Auch nicht gut. Wetterdaten. Die Anlage kommt einfach hier hin. Was ist das? Enteisungsanlage. Da muss ich wahrscheinlich noch einen Vertrag eingehen. Da habe ich noch keine Verträge für. Ah, ja, da war was. Noch keinen Vertrag dafür angelegt. So, der pumpt sich jetzt voll mit Müll. Ja, das ist aber schon... Ja, einigermaßen gebaut, würde ich sagen. Wie gesagt, das ganze System muss jetzt noch überarbeitet werden, das ist klar. Aber ich denke, wir sind auf einem relativ guten Weg mittlerweile hier. Es ist noch nicht halt wirklich ausgereift. Das ist aber auch, denke ich mal, verständlich. Wir sind auf einem guten Weg, das Ganze hinzukriegen. Die Menge an Flugzeugen, die hier startet und landet, ist natürlich enorm. Aber das wird sich ja auch noch alles wieder anpassen.
Wie gesagt, die Hangarmenge, Alter, schaut, also das schaut schon, hat schon was, finde ich. Das hat schon was. Oh ja, jetzt geht's los. Meine Baumeister sind am neuen Tankplatz jetzt dran. Die erste Seite ist ja schon fast fertig. Alle Tanks voll machen, komm schon. Und dann sagen wir ihm mal, ich würde mal gerne hier Treibstoff anfordern, ne? So, wir tun jetzt die alte Anlage hier komplett abreißen. Na komm, mach das Ding fertig. Der Zaun ist mir ja tendenziell Latte. Was ihr mir dann auch noch machen könnt. Wenn wir eh eigentlich schon da hinten dran sind, ne? Wo ist denn das hier? Zack. Einfach noch die Rundumstraße. Dann ist es auch wieder durch. Ja, auf dem Rückweg könnt ihr das noch abreißen, oder? Ich glaube, ich muss den. Ah, ne, da sind sie schon unterwegs. Das neue Tankgelände muss aufgefüllt werden. Ja, das könnte jetzt dauern. 200.000 Liter passen hier rein. Holy shit. Was? Wirtschaftsaufschwung hat ein Ende. Weiter bei Stützen an ein... Oh Gott. Stützen ein. In der nächsten Zeit können wir von sinkenden Passagier- und Flugzeugverkehrsanzahlen ausgehen. Nicht gut, ich bin gerade mitten im Bauen. Ich kaufe gerade neue Tanks. Ach du Scheiße, das wird teuer. Scheiße. Aber genau jetzt, wo ich die Tanks auffülle, ne? Wo ich alles repräsentiere und aufmache. Und die Nebentanks füllt er noch gar nicht, glaube ich, ne? Ach du, der fängt erstmal mit dem ersten an. Der hat noch keinen der Seitentanks befüllt. Guck dir das an. Haupttank. Jetzt geht's erst zum... Och, du Scheiße. Ich will nicht wissen, wie viel ich diesen Monat allein für Tank ausgebe. Schau dir diese Zahlen an, die sind nicht mehr... What? Woher kamen die 100.000 jetzt auf einmal? Hm? What? Irgendwie ein Vertragspartner? 200.000? Was ist jetzt schief? Ich würde gerne hier zusätzlich... Ah ne, da kommt noch einer. Ich glaube, das ist da für den anderen Tank, weil der... Ne, ich glaube irgendwie, dass der echt nochmal... Obwohl, der hat ein rotes Zeichen drauf. Ja. Der füllt hier nach. Beliefern ab 30%. Auch wenn das ewig... Obwohl, wir können sogar runter auf 15 gehen, glaube ich. Das wird keinen Unterschied hier wirklich machen. Der muss erstmal befüllt werden. Ja, schau, Alter. Die, okay, die Tank, die Seitentanks sind echt schnell leer, aber... Sie helfen uns halt jetzt extrem. Also wir machen immer noch gut Geld, auch wenn wir irgendwie gerade 200.000 im Minus sind. Ich weiß nicht, was mit den Zahlen abgeht. Habe ich irgendwelche Steuern wieder vergessen zu bezahlen oder was ist hier los? Jetzt bin ich bei der... Hä? Uhrzeit. Ausgaben 600.000, der Betrieb alleine. Betriebskosten, Reparatur 19.000. Alter Verwalter. Aber wir sind wieder im Positiven. Super. Also wir machen trotzdem, obwohl wir keine Wirtschaftskrise haben, gerade noch Cashflow. Das finde ich gut zu sehen, finde ich gut und finde ich schön zu sehen. Denn ansonsten hätten wir echt wahrscheinlich verkackt. Wenn wir jetzt alles vorbereiten, natürlich auch noch auf ein neues Flugzeug. Neue Flugzeuggattung in dem Fall, ja. Es ist natürlich schön zu sehen, wenn alles so ein bisschen funktioniert. So, wenn ich hier zurückgucke. Soll das gleich die Mitte sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. Mitte. Anschluss machen. Zack, Akte brauchst du sonst nichts. Na komm. Lass mich die fertig machen. Perfekt.
So wollen wir das. Wir tun jetzt hier auch gleich mal den anderen die Anschlüsse hier anbauen. Perfekt. Aber solange wir jetzt positiv laufen, bin ich noch mit allem zufrieden. Das ist dann schon alles soweit noch ganz in Ordnung. Jetzt dann nachher die Starts und alle Startflächen, alles noch alles in guter Form sind, dann ist nicht hier auch alles in Ordnung. Die Terminals werden noch so eine Sache sein, weil wir müssen wahrscheinlich das dann hier hinten relativ flott bauen. Bloß wenn ich jetzt allein hier drauf gehe und sage, hey, Baumodus, 400.000 und dann haben wir hier, obwohl jetzt hat, jetzt, dafür hatten wir gerade noch genug Geld, aber das ist halt auch wieder, da müsste ich wahrscheinlich jetzt hier auf Kredit gehen und mir einen schönen Kredit nehmen. Was haben wir denn da alles? 1,6 Millionen, 5% Zinsen, 11 Tage, bedeutet stündliche Kosten 6.000. Ich denke mal, das würden wir überleben. Aber lohnt es sich dann nicht einfach 11 Tage zu warten, um das alles wieder reinzuholen? Weil es wäre doch dann quasi dasselbe. Wenn ich stündlich 6.000 Kosten habe, dann ist das ja genauso schlimm. Aber Leute, ich würde sagen, das werden wir uns in der nächsten Folge überlegen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.